Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy Crystal Chronicles. Ich habe mir eben die Aufnahme nochmal angesehen und ich muss sagen, ihr tut mir echt leid. Das sieht so geil von den Farben her aus und für ein Gamecube-Spiel ist das echt Hammer-Grafik. Ich liebe dieses Spiel einfach. Und anscheinend ist das echt Wasser. Aber ich kann es einfach nicht so gut aufnehmen, wie es hier eigentlich ist. Und ich habe daneben geschossen. Also einfach damit bedingt, ich nehme mit einem Grabber auf. Nicht so einen teuren Grabber wie Ortis ihn benutzt, sondern meiner hat nur 15 Euro gekostet. Vielleicht werde ich mir, wenn ich Geld habe, irgendwann mal einen besseren Grabber zulegen. Aber bis dahin kann ich euch nicht die volle Qualität, die ich habe hier. Aber wenigstens kann ich euch auch etwas bieten. Also seid froh, dass ich überhaupt für euch das mache. Es tut mir echt leid, aber ich kann dagegen auch nichts machen. Wieso haben wir jetzt nochmal den Wagen aus dem Bereich vorher hier irgendwo geholt? Hatte das überhaupt irgendeinen Sinn, dass wir den mitgeschossen haben in den nächsten Bereich? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Vielleicht war er auch nur, um diese eine Barriere zu zerstören und dann war er zu entfernt. Und übrigens, was ich glaube ich vorher gesagt habe, war falsch, wo das Problem ist. Ich glaube, dafür muss man keinen Weg runter. Man muss eben so wie eben so einen Weg zur Seite entlang gehen. Und der ist dann am Ende. Aber wir werden es ja gleich herausfinden. Wie geht über Studieren, wie es so schön heißt. So, Blitz und 12 Galden. Gil. Wie komme ich jetzt gerade auf Galden? Oh, klar. Ja, hier ist das Mobinest. Okay, man musste keine Treppe runtergehen. Man musste nur den Gang folgen. Aber man kann es nicht verfehlen. So. Mori. Stutz. Das Blöde ist, wenn man seine Feldschutz, dann kann man ihn irgendwie nicht mehr so intensiv anmalen. Ich weiß nicht, ob das dann noch dieselbe Wirkung hat, wie wenn man ihn nicht gestutzt hat oder ob irgendwie dadurch die Wahrscheinlichkeit etwas sinkt und sowas. Aber naja, es sieht einfach nicht mehr so schön aus, weil die Farben nicht mehr so voll sind. Kommt mir das nur so vor, oder sieht das jetzt irgendwie wie eine Amerika-Flagge aus? Etwas rot, blau und irgendwelche weiße Sterne in der Mitte. Amerika-Kubo. Da war keine Absicht, ehrlich nicht. Ja, kann auch nur meine Vorstellung sein, naja. Und da haben wir unseren neuen Stempel. Wie es aussieht, brauchen wir davon auch 3. Schade, dass man hier nicht irgendwie die Stempelkarte nachgucken kann. Kann man das hier? So, der Stempel. Ich weiß nicht wieso, aber ich sehe in den Stempeln nur selten irgendwie, Moris. Da unten irgendein Anglerfisch. Für mich sieht das aus wie eine Eidechse, wo irgendwie Flügel oder Arm oder was weiß ich von dem, Mori das Auge ist. Das Auge von Mori ist so ein Nasenloch. Sieht für mich auch echt aus wie eine Eidechse mit komischen Arm an der Seite oder Schultern oder was es sein soll. Es ist echt frei eurer Interpretation überlassen, was da zu sehen ist. Es sollen zwar alles Moris darstellen, aber ehrlich gesagt, ich habe nur in den seltensten Fällen oder in wenigen Fällen da wirklich einen Mori gesehen. Du schläfst. Ja, unser kleiner Sklave ist immer bei uns mit dabei. Ach ja. Was wäre denn bloß ohne ihn? Faul.
Die Welt würde nicht gerettet werden, weil wir einfach zu faul sind, den Kelch zu trennen. Das wäre es auch mal was. So. Was übrigens auch sein kann, ist, dass er eigentlich längeres Fell hierfür bräuchte in dieser Dungeon, weil die Mine ist ja eigentlich nicht warm, heiß, sondern eher kalt. Und dass ich es nur alles schlimmer gemacht habe, indem ich sein Fell gestürzt habe. Du hast mich eingefroren. Arsch. Lass mich aus dem Weg. Ach so, das ist ein Magier. Ich halte weniger aus, deswegen hätte ich den wahrscheinlich auch. Kann aber sein, dass er irgendwie mit reingelaufen ist in die Explosion meiner Energiekugel bei den anderen. So, Erdemblem, ja. Das werde ich wahrscheinlich auch als nächstes wieder nehmen. Bis jetzt haben wir noch keine Mocktasche gefunden und ehrlich gesagt, selbst wenn wir eine finden würden, ich habe noch ein Herz mehr. Scheiß doch, ob ich weniger Kombi-Zauber machen kann. Solange ich überlebe, ist das, würde ich sagen, noch viel besser. So, noch schnell mal aufheilen. Aufheilen. Inventar etwas umstocken, das Vita direkt darauf liegt. Ja, Sanitas und sowas braucht ihr hier nicht. Das Fleisch. Entschuldigung. So. Und Kürbiskartoffel, weil ich einfach. Die sieht irgendwie komisch aus. Die sieht aus wie ein Schneemann. Oder wie ein. So ein Stapelschleim aus Dragon Quest. Wo einer fehlt. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf zum Boss. Ja, der müsste noch reinpassen. Ich weiß, ich habe zu früh eingesetzt. Wieso haben die so einen fetten Raum mit einer riesigen Decke in eine Mine eingebaut? Soll das etwa eine Versammlungshalle sein oder was? Ja. Für unseren kleinen Gastgeber, den wir gleich treffen werden, scheint das ja auch ganz praktisch zu sein, dass es so groß ist. Oh ja. Oh, König. Und der absetzen, absetzen, absetzen. Vor allem keiner Feuerzauber. Okay. Ja, ich hab's ja gesagt. Umrüsten. Und ich werde jetzt gleich mal mit einem Blitz-Zauberkombi draufhauen. Das heißt, Vita kann. Packe ich jetzt erstmal raus. Ich kann mir immer noch ins Menü gehen im Einspielermodus und mich da manuell mit den Heil-Items heilen. Soll jetzt nicht so tragisch sein, ich benutze sonst eigentlich so nur. Wenn ich jetzt auch noch wüsste, wie ich die wie ich die beiden Teile kombinieren kann. Nein. Ja, so schalte ich mal rum. Komm schon, das kann doch nicht so schwer sein. Kann sein, dass ich es beide in der falschen Reihenfolge habe. Okay. Fleisch. Die Sahne. Und
Blitz. Ja, ich hab's einfach falsch rum antworten. Okay, Blitzi. Blitzi, die Kraft des Blitzes beseelt diese Waffe. Anfälle Gegner werden bewusstlos. Schaden hebt den Zustand wieder auf. Ich habe jetzt auch diese Waffe ausgerüstet, einfach weil sie diesen Angriff hat, der mehrmals hintereinander trifft. Und somit kann ich das Hilfsmonster auch noch betreffen. Ja, ich mag den Angriff einfach. Energieball ist zwar stärker, aber die Attacke ist deutlich cool. Außerdem kann man mit der auch dem Gegner gleichzeitig gut ausweichen. Das heißt, wenn er jetzt einen Angriff macht, dann so kann ich schnell wieder hinter ihn kommen. Und ich treffe ihn dabei auch noch. Außer diesem Angriff, den kann man dadurch nicht ausweichen. Ja, anscheinend brauchen wir uns auch gar nicht heilen. Die Heilung des Kelches reicht vollkommen aus. Und da wir so viele Leben haben, zum Beispiel noch mehr bekommen haben, dann auch noch bessere Rüstung. Ja. Also im Moment sind die alle Bosse noch recht leicht. Die ersten. In den zweiten Formen werden sie aber richtig stark und spätere Bosse werden auch einiges stärker. Jetzt weiß ich, wieso das alles nicht klappt. Ich habe doch eine Partisane ausgerüstet. Ich habe die ganze Zeit auf Angreifen gehabt. Ich bin dumm, ich bin dumm. Nein. Bin ich so ein Volltrottel gerade gewesen. Ah, und übrigens, das erhöht unsere Magie. So. Ja, das ist so ein kleiner Zusatzeffekt, der unsere Magie zeitweise erhöht. Ich will ihn verdammt nochmal jetzt ein bisschen anders treffen. Okay. Zurück zur alten Technik. Die ist viel besser. Die Wahrscheinlichkeit, dass man trifft, ist höher. Man trifft das Ergebnis des Bosses. Es hat an sich also kaum was gemacht, dass wir die gekauft haben. Nur gegen einzelne kleine Gegner ist es gut, aber sobald man mehr als ein Gegner hat, ist diese Kombination deutlich besser. Wie man sieht, man siegt nebenbei noch seine Untergebenen. So, fang jetzt endlich an. Er hat noch einen Spezialmove drauf, den er uns nicht gezeigt hat. Ja, er fängt an, sich selbst zu zerstören. Das heißt, man hat gewonnen, solange man jetzt eine Phoenix-Feder dabei hat. So, aber wir lassen ihn natürlich nicht. Wir wollen hier keine Phoenix-Feder verschwenden. Wenn er jetzt nur irgendwie ein Zehntel noch hat, dann zerstört es sich. Ja, ciao. Und bis zum nächsten Part. Mein Speicher ist gerade wieder frei. Tschüss.